Bevor das Video anfängt, wollte ich euch noch frohe Ostern wünschen und jetzt geht's weiter mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar hat mich jemand gefragt, wie man beim Ox-Inventar bei der Crafting-Szene, sage ich jetzt mal so, mehrere Items hinzufügen kann, die man dann craften kann. Und das geht eigentlich ziemlich einfach. Ja, wir gehen einmal in den Ox-Inventar-Ordner, hier auf Data und hier ziehen wir uns die Crafting.lua einmal raus. Und wenn wir das Ganze gemacht haben, bauen wir uns das gute Stück doch mal an. Und zwar hier haben wir dieses erste Item. Und wenn wir jetzt ein zweites hinzufügen wollen, da können wir das hier einfach rauskopieren. Dann tragen wir das hier unten ein. Hier tragen wir dann ein, welches Item craftbar sein soll. Das heißt, wir nehmen einfach als Beispiel Wasser, ja. Und wir brauchen kein Metall. Wir sagen, wir brauchen Brot oder so. Ja, 5 Stück. Und den Hammer brauchen wir auch nicht. Deswegen hauen wir das einfach mal raus. Rotation könnt ihr natürlich ändern, wie lange man pro Item braucht. Und hier könnt ihr einstellen, wie viel am Ende dann rauskommen soll. Wenn wir es gemacht haben, speichern wir das Ganze. Und können das Ganze dann wieder raufziehen, überschreiben. Und nun gehe ich kurz in den Server rein und starte den kurz neu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir dann angekommen sind, können wir hier zur Crafting Bench gehen, ja, zur Werkbank. Befindet sich dann einmal hier. Und hier können wir schon sehen, haben wir jetzt 2 Items. Einmal den Lockpick, was schon standardgemäß drin war. Und hier können wir auch sehen, wie viel man von was dann braucht. Und hier haben wir die Bilder noch nicht. Die müsst ihr natürlich dem Ox-Inventar dann hinzufügen. Aber es funktioniert trotzdem. Deswegen geben wir uns jetzt einfach mal 5-mal Brot. So, nun haben wir Brot. Ja. Und müssen das Ganze einmal schließen und wieder öffnen und somit wird das auch in Farbe angezeigt, wenn ihr die Items dann habt, ja. Und somit können wir das Ganze jetzt einfach ja, craften, ne? Und zack, wir bekommen hier 2-mal Wasser und 2-mal Brot bzw. 5-mal Brot wurde entfernt. So, wir können natürlich auch mehrere Sachen craften, einfach hier, wenn wir die Items so dabei haben, können wir das Ganze dann auch mehrfach craften. So, das heißt, hier schreibt ihr dann eine Zahl hin, wie viel ihr craften wollt. Das heißt, jetzt in meinem Fall 5 Stück. Ja. Und dann zieht ihr einfach dieses Item hier rein und dann geht es auch los und ihr müsst nichts mehr machen. Wird natürlich dann gecraftet, also hergestellt. Ganz simpel und einfach. Ja. Und so könnt ihr halt so viele Herstellungsrezepte, wie ihr wollt, hinzufügen, erstellen, wie ihr lustig seid. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.